Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Age of Wonders. In der letzten Folge hatten wir die Halle der Helden abgeschlossen. Wir haben erfahren, dass Melanis, die gute Melanis, die wir in Teil 3 schon gut kennengelernt haben, hier irgendwie die Fäden ziehen soll. Und da wollen wir doch mal nachgucken, was es damit auf sich hat. Das Sicherland, das Safeland, würde ich es eher im Englischen sehen. Sicherland finde ich jetzt irgendwie nicht die beste Übersetzung, aber schauen wir mal. Krieg im Sicherland. Fäustlinge, Orks und Dunkelelfen versammeln sich. Der Kampf steht bevor. Der Kult hat auch eine Horde gieriger Echsenmänner davon überzeugt, dass die Zwerge einen Schatz horten. Zweifelsohne betrachten sie das Sicherland als Todesfalle. Steile Bergwände zeigen deutlich die Dringlichkeit. Wenn wir uns nicht durchsetzen, sind die Zwerge in ihrer natürlichen Festung ohne Aussicht auf Flucht gefangen. Ich habe die Schwächeren zur Flucht zu überreden versucht, aber die Zwerge wissen nicht wohin. Sie glauben, dass sie in den Gipfeln dieser Berge Heilige leben und weigern sich, die Hoffnung aufzugeben. Naja, to the last man oder so. Mir wurde bestätigt, dass Sturmlord Melanis die Armee des Kults anführt. Sie stachelt ihre Kräfte zu blinder Wut an. Die einzige Hoffnung ist, das Sicherland halten zu können. Sollten wir fallen, so werden die Frostlinge sich vielleicht aus Furcht Meander im Tal der Wunder anschießen. Und lassen wir Melanis entkommen, dann werden ihre geheimen Erdkräfte und die Einzelheiten ihres Plans die Zwerge für immer plagen. Deshalb müssen wir siegen und dürfen uns nicht von der traditionellen Zurückhaltung beeinflussen lassen, die den Wächtern eigen ist. Ironischerweise ist das genau die Art von Kampf, die ein Zwergenberserker liebt. Und da haben wir es, 362 und nur 383, das war vermutet. Coole Gegenstände waren auf jeden Fall, beziehungsweise auf jeden Fall ist es richtig gut, eine fliegende Einheit am Anfang zu haben. Der ist auf jeden Fall dabei. Das Schild war +1/+1, die Rüstung war +1/+2 oder +2/+1. Und hier gab es irgendwie noch eine Tarnung, die wir nicht brauchen. Also auf jeden Fall könnten wir überlegen, das so zu machen. Alternativ könnten wir halt noch ein Riesen oder ein Maulwurfreiter. Jetzt die Frage, haben wir irgendwas Unterirdisches, wo wir den gleich einsetzen könnten? Und ist das mehr wert als so ein Schild? Also den Schild werden wir auf Dauer wahrscheinlich eh nicht mitnehmen können. Und +2/+1 ist eigentlich auch schon ziemlich super. Dass ich eher dahin tendiere. Da haben wir eine fliegende Einheit und falls wir unter Tage irgendwie aktiv sind, haben wir da noch einen Maulwurfreiter, der uns da auch ordentlich Utility bringt und trotzdem haben wir noch die coole Rüstung mit +2/+1. Tschüss, alter Zwerg. Die letzte Schlacht führen wir ohne dich. Aber vielleicht kommt ja ein neuer halt gleich. Ja, die stellen sich Burma gegenüber, stand da unten und wir müssen uns halt Melanis gegenüberstellen. Bevor wir jetzt irgendwie wild losgucken. Karte einnehmen, okay, also Standard-Sieg sozusagen. Zack. Dann haben wir nämlich schon direkt 9-9 und brauchen nur einen Segen und nicht die teure Steinhaut. Hier sind Goblins. Da oben ist eine Mine. Wir haben Frostlinge. Was ist das? Echsenmänner. Also jede Menge Gegner hier. Dann erstmal gucken, was man sehen kann. Hinten. Nochmal eine Stadt. Was bewacht er? Großartige Giftfolgen über große Entfernung. Ja, wichtiger wäre ehrlich gesagt das Gold, das er dort hortet. Ansonsten würde ich gucken, dass wir hier mal gucken, was geht. Unverteidigt. Es gibt keinen Untergrund, also der Maulwurf war eine Fehlentscheidung. Wir zaubern jetzt gleich mal einen Segen auf uns, weil wir direkt im ersten Kampf auch kämpfen werden. Mache ich das allein? Würde ich sagen. Könnte ich eigentlich auch automatisch. Ah!
Drachenverzauberung wäre dann noch praktisch. So. Wir brauchen dann hier auf jeden Fall einen, der ihnen die Sachen einnimmt. Ist jetzt noch versklavt, klar. Und du könntest hier nach Süden. Beziehungsweise hier mal gucken, ob hier irgendwas über diesen... Warte erstmal hier. Du kannst das auch einnehmen. Nee, das schaffst du nicht rechtzeitig. Du musst jetzt leider hier warten. Bis es umgesiedelt ist, 3 Runden. Bevor wir dann weiter nach Süden können. Ansonsten haben wir ein bisschen Geld übrig. Sollten, wie gewöhnlich, zur Stätte befestigen. Die Stadt soll dann auch noch umgesiedelt werden. Okay. Mana würde ich auch erstmal so lassen. Beziehungsweise wir können ja eh nichts erforschen, oder? Wir haben noch die Kraftverteilung. Ja, ist komplett auf Mana. Wenn wir dann 2 Runden gewartet haben, könnte ich da noch eine Waffenverzauberung wirken. Frostlinge. Dunkelelf. Echsen und wahrscheinlich Orks. Ja. Haben alle Hände voll zu tun. Es gibt nur eine Oberflächenkarte. Das wird ganz schön eng hier. Also, weißt du, was ich meine? Unruhe. Geht die Unruhe weg, wenn ich noch den dazu stelle? Nein, dann muss ich vielleicht ihn noch dazu holen. Mal erst die Minen. Okay, die macht keinen Unterschied. Die bringen auch 10 ein, wenn die Baugilde nichts macht. Versklavt. Hüft wäre wichtig. Okay, ich würde noch sehen, ob hier irgendwas ist. Wenn es eh eine Unruhe gibt, könntest du auch noch mal kurz gucken. Was ist denn hier? Oh! Guten Tag, Elfen und Halblinge. Okay. Dann lasse ich die zur Not rebellieren. Natürlich ein bisschen schade ist, weil... ja, das ist ein bisschen schade, aber wir können es jetzt erstmal nicht anders machen. Ich habe die eingenommen. Wenn die rebellieren, dann haben die plötzlich Verteidiger. Vorher hatten die keine Verteidiger. vielleicht gehe ich auch mit meinem Anführer hier hin. Nehme die dann wieder ein und kann in einer Runde, wo ich eh warten muss, die Schlossruine einnehmen. Oder wir haben einfach Glück und wir rebellieren nicht. Und dann brauchen wir jetzt unser ganzes Gold, um die Elfen und Halblinge zu kaufen, sozusagen. Und ansonsten würde ich mich kümmern. Wir haben auch nur einen Fernkämpfer hier, also könnte ich auch mit dem... Nordlicht das versuchen. Ja, jetzt haben die rebelliert. So viel dazu. Kommst du jetzt rechtzeitig hin? Ja, hätten wir genügend Geld für diese große Frage. 210. Diese Runde nicht. Und das Gehöft noch einnehmen. So, wir müssten eigentlich nur, weißt du, da hinten den Fernkämpfer ausschalten. Dann könnten wir dann zur Not fliehen, falls wir zu viel Schaden kriegen. Hat auch physischen Schutz, also. Physischen Schutz und was? Magischen Angriff? Zauberangriff, ja. Nice. Lebenspunkte werden gar nicht angezeigt, der war hinter dem Dings versteckt. Easy, nimmt da alles mit einmal ein. Nur noch die Frage. Die Stadt auch gehalten kriegen.
in Ruhe. Uncool. Kann uns wieder entfliehen. Da rebellieren. Du kannst nächste Runde los, ne? Ja, wird Zeit auch. Waffenzauber mache ich noch nicht, das mache ich dann, wenn ich es wirklich brauche. Ich werde jetzt auch kein Gold einsetzen, um Städte aufzuwerten. Wie gesagt, ich möchte die Städte kaufen. So. Ist denn immer noch eine Unruhe? Unterdrückt, okay, also können wir erstmal bleiben. 210 war das, das haben wir jetzt nicht übrig. Aber bald. Zeit kann er hier noch ein bisschen umhirschen. Was würdet ihr denn kosten? Okay, können wir uns merken. Kommen wir aber auf jeden Fall auch nochmal drauf zurück, liebe Halblinge. Wir müssen warten. Du musst nicht mehr warten. Wir warten hier mit der Mauerproduktion sozusagen, bis wir das umgesiedelt oder nicht umgesiedelt. Bis wir das, ja, die einzelnen Dörfer da gekauft haben. Jetzt eigentlich auch schon mal nach vorne gehen. Also du kannst versuchen, da den Turm einzunehmen, ohne dabei zu sterben. Das wäre ja was. Okay, nächste Runde können wir die Elfen kaufen. Überlegung wäre auch wert, hier ein Schiff zu produzieren, um zu scouten. Hi. Hi. Den kriegen wir ausgeschalten. Den Scharfrichter ist schon schwieriger. Auch nicht mit den Einheiten, die hier sind. Ja, eher mit den Einheiten, die hier sind, wenn überhaupt. Nice, eine Elfenstadt. Das heißt, die könnte man vielleicht auch noch zu Elfen umsiedeln. Okay, du ignorierst den und guckst einfach völlig weiter. Das heißt, hier irgendwo sind die Dunkelelfen und hier irgendwo sind die Orks. Wir könnten, wenn wir so viele Zauberpunkte haben, auch anfangen, Einheiten zu beschwören. Ein Keiler wäre ziemlich nett. Nicht genügend Mana. Frosch auf dem Wasser wäre auch nicht so uncool. Und nächste Runde gehst du dann hoch. Berge Elfen sind egal sozusagen, dann können wir auch zu Elfen umsiedeln. Macht hier überhaupt keinen Unterschied. Da die Völker noch keine volksspezifischen Produktions- oder passiven Boni sozusagen haben. Also bei Age of Wonders 2 wurde dann. Ach nee, das wollte ich nicht. Wir haben es trotzdem überlebt. Bei Age of Wonders 2 wurde dann eingeführt, dass zum Beispiel Dunkelelfen geben Mana pro Stadtstufe und. Zwerge haben zum Beispiel Produktion. Okay, hier ist Schluss. Wie viel kostet so ein Feuerschiff? 66. Das Problem ist, dass ich nicht glaube, dass wir den Hafen permanent zwei Runden und dann nochmal vier Runden zur Produktion in unserer Kontrolle behalten werden. Da bin ich da ein bisschen abgeneigt, da Geld zu investieren. Die haben irgendwie erst von 110 gekostet. Lass uns doch lieber erstmal hier eine Mauer drum bauen. Ja. Nächste Runde nehme ich, da gucke ich dann hier in die Schlossruine. Oder tötet den Scharfrichter, je nachdem, wo er sich hinbewegt. Sonst ist das jetzt unsere kleine Offensivtruppe hier mit Haufen Nymphen. Das ist direkt der Anführer. Okay.
Okay, ich muss nach Süden. Ist das dann Melanis direkt? Das wäre lustig. Okay, da ist nicht nur ein schwarzer Tag, sondern auch noch irgendwelche Dämonen-Gesocks. Die große Frage. Eigentlich müsste ich ja möglichst schnell den Anführer killen. Andererseits habe ich mir jetzt vorgenommen... Ja, bleiben erstmal hier. Ruhig automatisch machen können. Verbrate ich wieder jede Menge Lebenszeit. Egal, wir wollten noch einmal hier in dieses dunkle etwas gucken. Eine Zauberwaffe wäre hier auch ziemlich gut gewesen. Aber ich wollte diesen coolen Frosch erstmal noch beschwören. Dann kann ich immer noch meine Waffe verzaubern. Und dann anfangen, so einen Keiler auch zu beschwören. Wenigstens hat man jetzt, wenn man nichts erforschen will und mal einen Knoten direkt am Anfang hat, hat man auch mal ein bisschen Mana-Punkte, um sowas zu machen. Normalerweise hatte ich das bei Age of Wonders 1 jetzt immer so als... Oh, ein Troll. Nicht genutztes Feature sozusagen gesehen. Wenn man auf den seltensten Karten überhaupt Mana zur Verfügung hat, im ausreichenden Maße. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die... Knoten, die einem nicht der Sphäre entsprechen, die man hat, einfach keinen Mana bringen. Age of Wonders 2 war es wenigstens so, dass die dann nur die Hälfte oder sowas gemacht haben. Oh! Den nehmen wir auf jeden Fall mit und das heißt, wir könnten entfernen. Damit dann noch mehr Magie übrig. Der hat nämlich trotzdem jetzt schon 10-10. So hätte er dann eine Resistenz weniger. Ziemlich gute Sachen, muss ich sagen. Und es sind halt immer noch 3 Runden, bis hier mal was passiert. Die sind ganz schön harte Gegner hier. Oh, jetzt habe ich hier das. Wollte ich nicht. Interessant, dass man das so klein machen kann. Zumindest hoffe ich, dass die mich jetzt hier nicht angreifen. Ich meine, ich habe einen Bogenschützen hier, aber das scheint eh eine große No-Go-Zone zu sein. Also hier kommt man noch ganz gut vorbei, aber hier, das sollte man in Ruhe lassen. Ich hätte ja gehofft, dass ich wenigstens diesen Turm da mal mir näher angucken kann, um noch ein bisschen zu scouten. Apropos scouten. Okay. Eine Runde. Nice. Gut. Gucken wir mal, was hier Melanis veranstaltet, ob die nur aggressiv wird. Ansonsten grundsätzlich weiß ich jetzt, wo sie sich aufhält in der groben Region und kann da ein bisschen nachsetzen. Die Froschbeschwörung sollte jetzt auch fast durch sein. Kann ich dann aufs Wasser schicken. Und er hat ein Level Up. Trefferpunkte sind noch nicht auf Maximum. Interessant. Ansonsten, was kostet denn so ein Schießkunstlevel? 5. Ein Schießkunst, ein Leben. So, jetzt hier irgendwie aufs Wasser kommen. Schnellstmöglich. Könnten wir kaufen, dass die sich unserem Trupp hier anschließen, beziehungsweise wie schnell ist unser Anführer? 36. Du bist dann mit dem Maulwurfreiter der Truppe für unseren Anführer. Das werden wir befestigen und Reiter installieren. Die sind nämlich direkt am Anfang verfügbar, was sie halt so gut macht. Du musst nicht 250 Gold oder irgendwas investieren. Jetzt kommt die große Frage, was wir hier jetzt noch sehen werden. Da ist irgendwas. Okay. Atzktor der Ungeweide mit Regenerierung.
Und dunkler Krieger hat er schon. Und eine verzauberte Waffe. Aber in Anführungsstrichen nur ein Held, aber mit ordentlich Einheiten dazu. Wir sollten hier eine ganze Garnison produzieren, nach Möglichkeit. Der soll ja da auch irgendwann mal ankommen in unendlich vielen Runden. So, du kannst hier nichts einnehmen. Ich dachte, du kannst hier vielleicht irgendwas sneaky einnehmen. Zwei Runden umsiedeln dauert natürlich ewig. Vielleicht hätte ich die Elfen, das wäre besser gewesen, die Elfen hier verteidigen lassen, hier diesen ganzen Trupp Elfen mit einem Anführer weiterrennen. Naja, kann man jetzt erstmal nichts ändern. Ich möchte jetzt noch eine Waffe verzaubern. Und dann einen Keiler beschwören. Könnte sich auch ganz gut in meiner Truppe um den Anführer herum machen. Okay. Eine Runde noch warten. Und jetzt haben wir echt guten Mana. Können wir hier ein paar Keiler beschwören. Okay, einen Knoten, den nehme ich gern. Mehr Keiler braucht das Land sozusagen. Da ist sie. Melanis! Mensch, du siehst ja noch ganz anders aus. Zauber 3, Nachtsichtparade, Steinhaut. Okay, Steinhaut und die ist auf 4 Erde, okay, alles klar. Ja, wir bleiben hier trotzdem, wenn sie mit uns angreifen will. Gerne, ich hatte ein Inkarnat, was ein bisschen uncool ist. Ansonsten nur noch Scharfrichter. Wir warten hier, ansonsten Gold reicht noch nicht groß, um was sonst irgendwas zu machen. Ich bin kurz. Ist das ein bisschen lame? Ist mir aber egal. Ich will diese Runden jetzt sparen. Ich habe die rebellieren jetzt nicht in der einen Runde. Ansonsten muss ich halt nochmal laden. Die Frage, was ich mehr lohnt, eine Zwergenstadt Stufe 3 oder eine Elfenstadt? Zum Thema, was wir unten ausbauen. Hat sogar geklappt, sehr gut. Brauchen wir unseren Anführer hier schon. Und die Reiter installiert. Von ihnen machen wir, also, was soll ich sagen, lass mir links liegen, ist übertrieben, aber irgendwie schon. Weil das kriege ich, wenn mit der Anführertruppe eingenommen, nicht mit irgendjemand anders. Anführertruppe, ihr könnt mal noch ein Feld weitergehen. Guck an, was ist da? Frostlingstadt. Gucken wir uns nächste Runde an, ob das groß verteidigt ist. Du gehst hier so hin. Jetzt haben wir genügend Gold übrig. Was hatten die Elfen? Das hab ich schon wieder vergessen. Ein Einhorn. So ein Bogenschützen. Und noch irgendwas. Der ist so weit weg. Das ist noch mindestens ein oder zwei Tagesmärsche weiter weg vom Schlachtfeld. Und Lage ist halt immer noch das Wichtigste. Ich werde auf jeden Fall anfangen, ein paar Ponyreiter zu produzieren. Von denen war ich ja sehr angetan. Melanis schafft ein Level, das kann auch nichts helfen. Okay. Stufe 36 Bewegungspunkte, ist nicht schlecht. 4 Mana pro Runde. Direkt Anfang nächsten. Eine gute Kanonenfutter. Das habe ich mir hier gedacht. Das ist die Frage. Komm eh nicht rechtzeitig. Mäh.
lange geht das jetzt zurück? Brechen. Wann ist Autosave? Zu Beginn der Runde. Puh. Gut zu wissen. Das kriege ich doch hin. Das sind nur drei Fernkämpfer. Okay, da sind noch ein paar mehr. Ich kann es zumindest probieren. Okay. Er hat keine Fernkampffähigkeit. Er möchte sind die Bogenschützen da hinten. Wenn ich die ausgeschalten kriege, kann ich alles andere ein bisschen ruhiger angehen lassen. Wie gesagt, ich muss auch nicht alle töten, zur Not bin ich dann halt weg. Könntest sie auch einfach treffen, also töten. Das wäre irgendwie cool. Wow! Du bist eine Stufe 3 Einheit mit Goldrang. Wollte ich nur mal daran erinnern. Falls du es vergessen hast. Er hat es vergessen. Noch ein Hit ab. Du hast nur einen magischen Angriff. Ey, jetzt werde ich aber gleich wütend. Sehr gut. So, und jetzt noch der letzte. Eine verzauberte Waffe bringt mir auch nicht viel, weil er schon magischen Angriff hat. Oh. Da müssen wir auf jeden Fall hinlassen, eine Zwergenschatz zum Kaufen. Das hätte ich vorher sehen müssen. Schicken wir ihn hin. Ich denke, da müssen wir melden, ist ja nur. Aber wir wollen ja die Stadt so oder so einnehmen auch. Von daher macht das nicht so den Riesenunterschied. Ja, das war schlecht hingestellt. Liste ist sehr wichtig und halt der Scharfrichter, ne? Interessant wäre natürlich, wenn wir Melanis gesniped bekommen, dass die ganzen Waffenverzauberungen nicht mehr da sind. Ich gehe ja nicht durch, oder was? Nee, das ist super laufen. Da wäre jetzt vielleicht sogar Bogenschießen angebracht. Gegen den Scharfrichter.
Okay, der will durch. Die wollen alle zu den anderen. Ist die Frage, was wir machen. Lass mal so ein bisschen außenrum rennen. Als nächste Runde gehen wir dann auf Melanis. Also du gehst noch auf den Bogenschützen hier. Wunsch. Zeit gewinnen, ja. Perfekt. Jetzt muss Melanis sterben. Tag 7, dunkle Elfen. Melanis ist besiegt, dass wir jetzt noch eine Runde Zeit haben. Ihn dann zu heilen. Und dann weiter zu gucken. Wollen wir uns hier nicht auch aufteilen? Noch mehr dunkle Elfen. Sollten wir mit so einer Truppe eigentlich hinbekommen. Einer geht hier oben lang. Oh, da sind Elfen. Was von akzeptieren. Haben wir eine große Elfenstreit macht hier. Und eine Dingsfestung. Interessant. Noch mehr Mana. Okay, ich werde ein paar Leute hier behalten, die dann die Stadt umsiedeln können. Die Städte. Ura, hier ist auch ein abgebrannter Todesknoten und ein Altar. Warum jetzt nicht? Wir haben die Stadt eingenommen. Deswegen. Und wenn wir uns zu Menschen umsiedeln, haben wir direkt eine Menschenstadt hinten. Das ist cool. Das fände ich gut. Die müsste befestigt werden. Jetzt die große Frage, was machen wir mit den allen hier? Unterdrückt. Das passt. Können wir die mal vorschicken? Ihr guckt, dass ihr hier nächste Runde euch um die Stadt kümmert. Wie wär's? Alle anderen gehen jetzt halt sonst wohin wieder. Das werden wir nicht komplett aufgehalten bekommen, aber wenigstens könnten wir versuchen, so viel Schaden wie möglich anzurichten. So, gezaubert wird. Draufgewertet. Geld ist alles eingesetzt, mehr können wir jetzt nicht machen. Wir haben halt Mana, Mana, Mana. Und wenn das jetzt eure Verteidiger sind, kriege ich das doch demnächst auch wieder eingenommen. Also am meisten gucke ich jetzt, was die Orks machen eigentlich. Die sind nämlich gerade die, die am meisten nerven. Ich würde nämlich gerne diese Stadt auch halten, wirklich. Eigentlich Mauern zu malen kann nur der Rambok und der kann Mauern überwinden. Mehr gibt es jetzt zurzeit noch nicht. Oh!
Wichtig wäre, dass sie haben diese beiden Einheiten der Rambok und der andere Typ sterben. Dann kann er nichts machen. Weiß nicht, ob ich das hinkriege. Wahrscheinlich eher nicht. Ziehe ich auf das Richtige? Bin ich sicher. Deswegen kann ich den Vormarsch verringern, wenn ich die entsprechenden Einheiten töte, aber jetzt sollte ich jetzt lieber aufgeben. Frosch. We've got a problem. Ich muss jetzt hin doch mal ein paar Verteidiger produzieren. Reicht ein Level, ja, nochmal Schießkunst. Und Trefferpunkte. Dann wäre die Frage. Gehen wir dann zurück, um uns den Ork zu stellen. Das wäre wahrscheinlich die schlauste Variante. Katapult, okay. Was hat er so? Physische Immunität. Kriege ich also noch einen Nahkampf geholt. Wieder so eine Einheit mit physischer Immunität. Das wäre wahrscheinlich besser gelaufen. Versuche ich nochmal, wenn ich einfach nur mit meinem Helden angegriffen hätte. Ja. Was hier am schnellsten geht, ehrlich gesagt. Jetzt überlegt nochmal wegen Menschen, aber das ist Quatsch. Schicke ihn mal voraus, trotzdem. Wie viele Leute brauchen wir? Stabil, ne? Siehst du. Scheiße. Wie viel brauchen wir hier? Unruhe. Unruhe. Brauchen wir noch einen mehr. Unterdrückt. Perfekt. Ja, ich habe automatisch jetzt gemacht, weil ich keine Lust hatte, jetzt gegen alles Mögliche hier manuell zu spielen. Ich habe zwar ein paar Verluste eingefahren, aber ist auch nicht so schlimm.
denen sollte man die ausschalten können. Parallel sollte ich hier jetzt anfangen. Du bist ja am Aufwerten. Aber mal ein paar Fernkämpfer produzieren, die wir hier zur Verteidigung hinstellen können. Jetzt sollte es hier weitergehen. Genau, hier soll es weitergehen. Jetzt will ich lieber manuell kämpfen. Immer weiter, immer weiter. War zu nah dran, okay. Krass, wie viel wenig Bewegungspunkte man auf diesen Straßen braucht. Wahrscheinlich nur zwei oder so. Also das hier sind Straßen, das andere sind Wege, glaube ich. Ein Bogenschütze, wenn ich richtig sehe, ja. Lass sie kommen. Wenn ich den Bogenschützen da oben gehen. Sogar insofern erfolgreich, als dass ich nur mit einem Treffen mit einem nur im Reichweite bin. Nice. Und der Mangro ist halt schon ganz schön mächtig, gewaltig. Mit dem im Reichweite? Nee. Hat ja auch schon eine Silbermedaille jetzt. Nice. Nicht der Anführer, ein Held. Nee. Kriege ich jetzt Gold dadurch? Wie viel habe ich jetzt? Ja, das ist immer schön. Nächste Runde kümmern wir uns darum. Und sollte jetzt Verteidiger spielen? Gegen Stufe 7 Helden habt ihr jetzt nicht so die Chance unbedingt, aber ja, wegrennen bringt auch nichts, habt nur so wenig Bewegungspunkte. Ja. Wichtig wäre, dass wir jetzt hier irgendwie eine Lösung finden. Ich brauche hier 3 Runden. Und dann könnte ich mit meinem Anführer hier so die Orks wegdrücken, sodass dann nur noch in Anführungsstrichen Elfen und Frostlinge sind. Schauen wir mal. Das habe ich mir gedacht. Machen wir jetzt auch taktisch. Also ganz gut, dass wir auf jeden Fall diesen einen Lanzenheuschreck da schon mal direkt ausschalten können, weil er so einfach einzeln zu uns kommt. Die KI noch ein bisschen blöd ist. Dann lässt sie den Helden vorausrennen. Das sah jetzt aber auf den ersten Blick erstmal nicht so aus. Reichweite, ja. Bogenschütze, ja. Ich müsste mir jetzt irgendwie in den Häusern verstecken, um weniger Angriffsfläche zu bieten. Ja, aber nicht genug Zeit haben, denke ich. Wahrscheinlich sind der Frostling-Fernkämpfer vorher in Reichweite. Bin mir nicht ganz sicher, was wir jetzt machen sollten. Vielleicht hinter der Kirche verstecken?
dann hier halt jeweils mit Nahkämpfern abriegeln. Das könnte ganz gut werden. Hier sehe ich eine Lücke für einen Rundumangriff. Wenn ich dafür einen vorher einstecken muss, einen Angriff. Der Feuerangriff, oder? Ja. Der erste Schlag sollten wir also in Ruhe lassen. Gut. Ah, der ist in Reichweite. Okay, wenn er das hier in Ruhe. Ja, okay, wir können nächste Runde einen ziemlich guten Rundumangriff versuchen. Hier ein. Wirklich so schlecht die Position. Das war gut. Sehr gut. Ja, das habe ich befürchtet. Auf jeden Fall ordentlich Verluste bescheren. Das war das Wichtigste. Und jetzt in Anführungsstrichen nur noch den Helden. Nicht aufgepasst. Könnte eventuell unser Nordlicht hinbekommen. Ja, okay, ich wusste es noch. In gewisser Weise bleibt er offensiv. Oh! Natürlich eine sehr schlechte Pot vor dahin. Oh, oder ein sehr guter, je nachdem. Oder wo ist er jetzt? Wo ist er? So, Hauptstadt, okay, also doch kein schlechter Ort. Nur dahin geswitcht. Was kannst du? Tormark Steinzerschmetterer. Bergsteigen, Mauern zum Malmen. Sinnlose Fertigkeit. Deine Stats. Vier, fünf. Und wir haben plus zwei, plus eins, plus vier, plus eins. Beziehungsweise, ja, doch, würde ich so geben. Plus vier sind acht, plus eins sind sechs. Das heißt, ein Segen reicht eigentlich schon aus. Eine verzauberte Waffe gibt es dann nächste Runde auch noch. Brauchen wir gar keine Steinhaut. Wenn wir so coole Gegenstände haben. Das sind die Verteidiger, die ich produzieren wollte. Du wolltest einfach mal gucken, was sie hier so machen. Ich habe kein Geld investiert, okay. Kannst du hier noch ein bisschen rumnerven und nächste Runde das Gehöft wieder einnehmen oder sowas. Hier seid ihr fröhlich am Umsiedeln, genau. Dann machen wir hier so eine Truppe zusammen, die hier weiter guckt. Dann warten wir doch lieber nochmal, bis wir uns dem Scharfrichter da entgegenstellen. Ekelhaft. Ja, du bist auch willkommen natürlich.
Wache. Genau, hier ist jetzt die große Frage. Kommen wir hin. Sweet! Dann befestigen wir diese Stadt hier und demnächst dann auch die große Stadt dort. Und da haben wir dann eine Viererstadt. Da lohnt sich dann das Aufwerten richtig. Die haben wir zwar jetzt auch aufgewertet, aber wahrscheinlich im Nachhinein unnütz. Weil wir jetzt gerade kein Geld haben. Weil so ein Mist produziert wird. Deswegen haben wir kein Geld. Gott. So wollten wir das machen. Nochmal ein Segen, ne? Auf uns selbst. Oder lieber so, dann haben wir dann nach dem Segen 9 Verteidigung, das ist wichtiger. Wichtiger als Resistenz. Sehr gut. Ziemlich gute Gegenstände. Nächste Runde sollst du nerven. Ah, hier wurde ein Fechter produziert, ja. Meinetwegen. Das finde ich sogar gut, dass das da installiert wird. Unabhängige Goblinstadt, eine unabhängige Vierer Goblinstadt, um das nochmal zu betonen. Okay. Und eine Runde, so lange warten wir jetzt hier. Dann kommt hier der große Angriff der kleinen, des kleinen Viehs. Also Mana haben wir jede Menge, ne? Wir sollten noch... Also genau, nächste Runde kommt der Segen und dann könnten wir wieder einen Keiler beschwören. Nice. Richtig, richtig nice. Hier wird ein Tarnschiff installiert, das ist nächste Runde fertig. Können wir dann produzieren. So, Orks, was wollt ihr hier? Auf uns selber geting. So, ihr solltet hier alle Wachen sein und ihr könnt hier direkt abkürzen und du zauberst direkt noch so einen Keiler. Hier. Dass wir diese rosa Phase haben, aber Farbe haben, aber wir sind halt Zwerge. Okay. Es wäre natürlich gut, wenn Tomak hier die Erfahrungspunkte für diesen großen Hoshi da kriegt, für den großen Kriegsherrn, aber ich kann auch verstehen, wenn er es nicht hinkriegt. Lustig. Muss ihn halt weit genug schwächen, dass es irgendwie in irgendeiner Form möglich wäre. Tendenziell, aber gut. Jetzt haben wir hier wenigstens ein kleines bisschen Wachen. Hier wird befestigt. Hier ist befestigt worden.
Okay, hier ist so ein Schnitter. Wichtig wäre, dass wir vielleicht erstmal die kleine Stadt einnehmen. Und... Unsicher. Auf jeden Fall hier erstmal ein Drachenschiff produzieren. Ich bin jetzt gerade unsicher, wo ich mein Geld investiere, ehrlich gesagt. In Aktien. Oder doch lieber in... Nein, ihr wisst, was ich meine. Und die Stadt wurde schon aufgewertet. Ne? Das machen wir doch auf jeden Fall. Wie sieht es hier aus? Heilige! Jetzt sehen wir das. Wir haben hier Feen. Verbergen. Unsichtbar. Also, das ist Tarnung. Später. Zauberangriff fliegt. Stats sind auch ziemlich gut. Also bis auf Leben. Gehen, schwimmen. Bergsteigen, Bogenschießen. Eindeutig gewinnt das eine und wahrscheinlich gehen. Zauberangriff, Heilkunst, Sturm. Nice. Okay, damit haben wir auch gar kein Geld übrig zum Aufwerten, weil wir jetzt hier erstmal genügend Geld investiert haben. Natürlich wäre es am schönsten, dann die Menschenstadt hier aufzuwerten, weil es eine Vierer-Menschenstadt ist mit Luftgalern. Das wäre schon nicht schlecht. Bei den Zwergen, das war wie gesagt nicht so der Hit. Und bei den Elfen, also wenn wir diese Goblinstadt hier noch einnehmen sollten, innerhalb der nächsten Runden würde ich das gerne zu Elfen umsiedeln, weil dann hätten wir dieses Waldwesen-Gewirr, was auch ziemlich gut war. Okay, überall in diesem Gebiet gibt es so Areale wie hier. Hier, die von ziemlich starken Unabhängigen verteidigt werden. Da habe ich aber überhaupt kein Interesse, da irgendwie hinzugucken, wenn ich mal ehrlich bin. Weil irgendwelche Leute mit, ach, das war gar nicht die Level 4 Einheit, weil der untote Schnitter, der hat das gar nicht, der hat nur Giftimmunität. Und Todesimmunität und was auch immer. Aber wir hatten noch die Geister. Das waren Stufe 3 Geister von den Untoten oder was, die physische Immunität haben. Das müssen wir mal merken, wenn wir dann wieder die Bösen spielen, dass wir das auf jeden Fall nutzen. Gut, ansonsten wird das jetzt hier beenden. Wir haben schon ziemlich gut vorgelegt, also wenn man sich die Karte anguckt, haben wir schon fast die Hälfte der Karte hier eingenommen. Wenn man so nicht einnehmbare Sachen mal hier außen vor lässt. Und haben auch schon direkt Melanis einen Todesstoß verpasst. Und haben auch den Halblingen hier schon gut zugesetzt, einen Helden besiegt, eine große Stadt eingenommen. Die sich noch gar nicht blicken lassen haben, sind die Echsenmenschen, da bin ich mal gespannt. Aber ich denke, nehmen wir mal an, dass die Orks irgendwo so hier so sind, der Straße folgend. Und das wird auch das Ziel sein, wo unser Anführer und unser neuer Held Tomak, Steinschmetterer, Zerschmetterer, sich hinbewegen wollen. Erstmal natürlich die Stadt hier wieder einnehmen und dann die Stadt einnehmen, also hier so in dem Flow sozusagen. Cool, habe ich jetzt hier angefangen? Habe ich, gut. Ja, Freunde, dann an der Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, gerne ein Like da lassen, einen Kommentar und so weiter und so fort. Ihr kennt die Geschichte und ja, wie immer vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.